Was ein gutes Bild ist, das ist sicher Geschmackssache einerseits. Dennoch gibt es ein paar Gestaltungsregeln, die dir helfen, bessere Bilder zu machen. Ich beschränke mich in dieser Präsentation auf vier Regeln. Zunächst einmal Beschränkung aufs Wesentliche. Das ist für mich eigentlich die wichtigste Regel. Wir beginnen mit einem nicht wirklich gelungenen Bild, hast eben genau diese Regel missachtet. Ein spielender Hund an einem Bach, aber das Motiv kommt leider gar nicht zur Geltung, weil viel zu viel noch sonst auch auf diesem Bild ist, das vom eigentlichen Motiv ablenkt. Diese Reflexionen auf der Wasseroberfläche und all diese Kräuter und Büsche, die den Hund teilweise verdecken, die lenken mehr ab, als dass sie zur Atmosphäre des Bildes beitragen würden. Im Gegensatz zu diesem Bild wiederum ein Hund, da ist aber die Aufmerksamkeit des Betrachters voll auf dieses Gesicht gelenkt, nichts lenkt davon ab, der Hintergrund ist unscharf und das Fell und der gespannte Blick kommen voll zur Geltung. Es gab einmal einen Fotografen, Robert Capa von der Fotoagentur Magnum, der sagte: Wirkt dein Bild nicht, so warst du nicht nah genug dran. Und deshalb mein Tipp an dich: Geh möglichst nah ans Motiv ran und zeige das, was dir wichtig scheint. Alles andere, was nicht wirklich zum Motiv gehört, kannst du weglassen. Und mit dem nah rangehen kannst du es durchaus wörtlich nehmen. Es können zum Beispiel solche Eiskristalle, Blüten oder was auch immer fotografiert werden, die dann schon zu fast abstrakten, aber dennoch sehr wirkungsvollen Bildern führen. Bei der nächsten Regel geht es um das gute Licht. Fotografie wurde auch schon als Malen mit Licht bezeichnet. Und tatsächlich, unsere Augen sehen ja nur das, worauf Licht fällt. Licht ist also der entscheidende Faktor für ein wirkungsvolles Bild. Generell ist es ideal, wenn das Licht nicht allzu hart ist, weiches Seitenlicht moduliert und formt das Motiv, macht es plastisch. Achte darauf, dass in deinem Bild Kontraste sind. Bei einem Schwarz-Weiß-Bild wie bei diesem ist das besonders gut sichtbar. Der Hintergrund dunkel und dadurch sticht das Gesicht hervor, hebt sich ab und es kommt zu einer ausgewogenen und dennoch spannungsgeladenen Gestaltung. Das beste Licht bekommst du jeweils in den Morgen- und Abendstunden, wenn die Sonne schon noch etwas oder schon wieder schief steht und dadurch eben viel plastisches Licht auf die Motive wirft. Hingegen das pralle Mittagslicht im Sommer, das ist sehr schwierig aus fotografischer Sicht. Du siehst es bei diesem Motiv, die Schatten in den Gesichtern sind extrem dunkel und man erkennt die Gesichtszüge fast nicht, während die Käppchen und Textilien, der Fels im Hintergrund schon fast überstrahlt ist, so weiß. Und insofern wirkt das Bild einfach zu hart und nicht wirklich sinnvoll. Du könntest hier allenfalls mit einem Computerprogramm, mit einem Bildbearbeitungsprogramm noch etwas rausholen. Das wird in den folgenden Lektionen dann gezeigt. Allenfalls wäre auch ein Blitz, der trotz des genug vorhandenen Lichts eben auf diese Gesichter geworfen wird, noch eine mögliche Hilfe, um diese Schatten etwas aufzuhellen. Generell gibt es aber eigentlich keine Tabus. Gegenlicht ist eher schwierig, weil dann nur Silhouetten sichtbar sind, die Gesichter schwarz werden, ähnlich wie in diesem Beispiel. Trotzdem kann es sehr effektvolle Fotos geben im Gegenlicht, die eben die Umrisse sehr stark betonen. Auch Schlechtwetter muss nicht unbedingt vom Fotografieren abhalten. Die Dämmerung oder Nacht kann zu sehr effektvollen Bildern
Bildern führen. Allerdings musst du in der Nacht bzw. in der Dämmerung darauf achten, dass eben das Bild nicht verzittert wird. Gerade wenn du eben den Blitz absichtlich ausschaltest, um die Lichtstimmung besser einzufangen, braucht es eine sehr lange Belichtungszeit, was zwangsläufig zu verwackelten Bildern führt. Hier wäre dann ein Stativ oder zumindest ein Anlehnen an eine Mauer oder so vonnöten. Die dritte Regel nenne ich mal der entscheidende Moment. Ich beziehe mich da wieder auf einen berühmten Fotografen von Henri Cartier-Bresson, nannte es Le Moment Décisif. Und was damit gemeint ist, zeigt eigentlich dieses Bild von einem weiteren Fotografen von derselben Agentur, von Elliot Erwitt, der sich auf Hunde spezialisierte. Er drückte in jenem Moment ab, als der Hund, aus welchen Gründen auch immer, mit allen Vieren in der Luft schwebte. Und so kommt es zu diesem eigenartigen, fast schon surrealen Eindruck des schwebenden Hundes. Der entscheidende Augenblick ist also jener Augenblick, an dem eine Aktion, eine Situation ihren Höhepunkt erreicht. Und den muss man erreichen. Als zum Beispiel diese Möwe den Fuß hochhob und so dieses eigenartige Gleichgewicht zustande kam. Gemeint ist aber eben auch, dass du einen Gesichtsausdruck eines Menschen einfängst, der eben typisch ist für diesen Menschen. Ein Lachen erwartest, das hat sehr viel mit Geduld zu tun, aber auch mit deinem Gespür für die richtige Situation. Beobachte also dein Motiv gut, sei bereit, halte die Kamera bereit, um dann eben, wenn diese Situation eintritt, nur noch abdrücken zu müssen. Und die letzte Regel nenne ich mal Komposition. Das ist also die Bildgestaltung, die Raumaufteilung. Achte darauf, dass dein Bild eine harmonische Aufteilung hat, dass Helligkeitswerte gut über das Bild verteilt sind. Und achte darauf, dass das Motiv nicht immer im Zentrum ist. Das wirkt schnell langweilig. Schon die alten Griechen haben herausgefunden, dass eine gewisse Raumaufteilung für das menschliche Auge als schön empfunden wird. Und sie nannten dieses Verhältnis der goldene Schnitt. Es ist ungefähr das Verhältnis 2:3 oder, wenn du es genauer willst, 8:5. Also vom Bildrand bis zu diesem Baumstamm beispielsweise sind 5 Teile und vom Baumstamm zum anderen Bildrand wären es dann 8 Teile. Das wird vom Menschen als schön empfunden und in der Natur kann man dieses Verhältnis immer wieder entdecken, beispielsweise in den Windungen eines Schneckenhauses tritt es auch wieder auf. Viele Kameras haben dieses Verhältnis schon im Sucher eingeblendet, aber man bekommt auch ein bisschen das Gefühl dafür, also etwa das Verhältnis 2:3, etwas aus der Mitte rausrücken und schon wird das Bild wesentlich spannender. Manchmal kann eine Linie helfen, eine sogenannte bildführende Diagonale, um den Betrachter ins Bild hineinzuführen, wie diese Spur, die durch diesen Kinderwagen gezogen wird. Und ein weiterer Tipp, der Horizont soll nicht immer in der Mitte sein. Manchmal, wenn der Vordergrund betont wird, bekommt das Bild eine größere Tiefe und es wirkt auch etwas schwerer, dramatischer, während vielleicht bei einem sehr schönen Abendhimmel der Horizont ganz an den unteren Bildrand verschoben werden kann und somit eben eine gewisse Leichtigkeit erzeugt wird und der Himmel voll zur Geltung kommt. Ja, das sind schon diese 4 Tipps, die ich dir mit auf den Weg geben möchte. Ich fasse sie nochmals zusammen. Also die Beschränkung auf das Wesentliche, auf gutes Licht achten und vor allem eben dabei auch auf die entscheidenden Tageszeiten, den entscheidenden Moment abwarten, wo eine Situation auf dem Höhepunkt ist
und einen klaren Bildaufbau beachten, mit dem goldenen Schnitt beispielsweise im Hinterkopf. Ja, mit diesen Regeln und hoffentlich vielen Ideen und kreativen Ansätzen wünsche ich dir viel Erfolg auf deiner Bilderjagd und natürlich viele gefreute Ergebnisse.